Was gestern passiert ist, ist so ungemein typisch für die Mentalität der Wall Street, mithin für die Mentalität der Aktienmärkte derzeit und das im Zusammenspiel mit einem Donald Trump, der sich derzeit sehr, sehr stark wähnt. Und das könnte vielleicht für die Märkte sogar eher eine Gefahr bedeuten, denn wenn Trump sich stark wähnt, dann glaubt er vielleicht auch ein bisschen seiner ideologischen Kernpunkte leichter umsetzen zu können. Wenn die Wall Street absäuft, dann wird er ja meistens wachseweich. Und damit herzlich willkommen, meine Damen und Herren, zum Ausblick auf die Märkte. Schauen wir uns mal an, was da gestern abgelaufen ist. Wir hatten ja die Nachricht oder die Insider-Aussagen, China pessimistisch, glaubt nicht mehr an einen Handelsdeal, weil Trump schlichtweg nicht bereit sei, eben die Zölle rückabzuwickeln, die bestehenden Zölle. Jetzt haben wir praktisch eine Frist nur noch bis 15. Dezember, dann würden automatisch die neuen Zölle der USA kommen. Damit würde praktisch alles, was aus China kommt, in die USA, würde dann bezollt werden. Aber schauen wir uns mal die gestrige Marktreaktion an, was da abgelaufen ist. Hier sehen wir diesen China-Pessimismus, wie es hier heißt. Und dann wurde bekannt, dass Donald Trump und Jay Powell sich hier getroffen haben. Und dann ging es mit den Märkten wieder nach oben, weil die Wall Street angesichts ihrer das Glas ist stets halb voll Mentalität gesagt hat, super, da wird doch bestimmt was Interessantes besprochen sein, was uns wiederum hilft. Vielleicht wird da die Geldpolitik weiter aufgeweicht, vielleicht wird der Dollar geschwächt, das wäre ja gut für uns. Dementsprechend ist man nach oben gegangen, nicht bedenkend, dass möglicherweise etwas anderes hinter diesem Treffen stand, möglicherweise der Stress am Repo. Markte möglicherweise wollte Paul oder wollte Trump Paul ein bisschen vorbereiten, dass er jetzt in Sachen China wieder eine härtere Gangart einschlägt, weil offenkundig eine Lösung des Handelsstreits hier nicht in Sicht ist. Wir sind das nur am Rande erwähnt, jetzt auch beim S&P auf RSI-Niveaus, also relative Stärke-Index-Niveaus, wie wir sie zuletzt Anfang 2018 gesehen haben. Mit weit über 74. Eine Apple zum Beispiel ist derzeit mehr wert als der ganze amerikanische Energiesektor. Das macht durchaus Sinn. Wir sehen also hier leichte Überhitzungserscheinungen, aber es ist eben die Mentalität der Wall Street. Und Trump hat heute interessanterweise sich geäußert dazu, was er denn mit Powell besprochen habe. Und er hat gesagt, ja, ich habe protestiert dagegen, dass wir zu hohe Zinsen haben im Vergleich zu anderen Ländern. Wir sollten eigentlich niedrigere Zinsen haben als alle anderen, denn wir sind die USA, nicht? Also ich bin Timbuktu, und, ne? Also brauche ich schon andere Zinsen, das ist völlig klar. Too strong a dollar hurting manufacturers and growth. Also es ist der starke Dollar, der hier offenkundig im Fokus von Donald Trump steht. Nur muss man sich die Frage stellen, warum bestellt er dann außerplanmäßig einen Fed-Chef ein, der natürlich weiß, was Donald Trump möchte. Das hat er ja schon hundertfach per Twitter deutlich gesagt, durch Attacken auf die Fed, durch Attacken auf Jay Powell, durch Attacken eben auf das, was die Fed nicht tut angeblich. Dabei ist die ihm ja schon extrem entgegengekommen mit drei Zinssenkungen, mit dem Nicht-QE, das man ja betreibt, mit den Einzelnen, den Kauf für kurz laufender US-Staatsanleihen, mit den Aktionen am Repo-Markt. Also vielmehr kann eine Notenbank, die kürzlich noch eigentlich die Zinsen anheben und die Bilanz reduzieren wollte, nicht tun, finde ich. Jedenfalls hat Trump dann gleich nochmal gefeiert, dass die US-Indizes Dow, Nasdaq und S&P dann auf Record-Close-Niveau geschlossen haben. Auch das ist der Mentalität. Schauen wir uns mal ein paar interessante Dinge noch an in Sachen derzeitige Marktliquidität und Mentalität. Liquidität ist vielleicht das bessere Stichwort. Hier sehen wir eben diese konzertierte Aktion Fed, EZB, Bank of Japan. Wir haben den größten Anstieg der Bilanzsummen bei all diesen drei Notenbanken seit dem letzten Dezember. Das dürfte ein wesentlicher Grund sein für das, was da passiert an den Märkten. Hier sehen wir praktisch den Gleichlauf zwischen Liquidität an den Märkten und den Aktienmärkten. Hier haben wir die Situation, als am 14. Oktober praktisch angekündigt wurde, dass es nicht QE gibt. Es ist ja nicht QE, meine Damen und Herren, das muss immer wieder auch nochmal betont werden. Seitdem geht es sozusagen relativ gedankenfrei nach oben. Liquidität siegt über alle fundamentalen Faktoren, siegt über jegliche Rationalität. Klar, man sagte, wo ist die Alternative? Wir gehen in Aktien, aber wir sind mit Bepreisungsniveaus unterwegs, die wirklich sportlich sind. Das sehen wir zum Beispiel auch in einzelnen Sektoren. Hier der Philadelphia Semiconductor Index, der SOX, auf einem neuen Allzeithoch. Das ist insofern interessant, als wir gestern von der WTO
die Zahlen zu den Handelsdaten zu den Elektronikkomponenten bekommen haben, zu denen die Halbleiter, also Chips, faktisch zählen. Und hier geht es weiter im freien Fall nach unten. Also faktisch, was Realwirtschaft betrifft, in Sachen Halbleiter freier Fall, was Märkte betrifft, Allzeithoch. Das passt natürlich hervorragend zusammen, wie auch andere Kriterien. Wir sehen, dass das Equity-Put-Call-Ratio so tief ist wie seit Januar diesen Jahres nicht mehr. Es werden also ein wenig Puts, Absicherungsputs eingegangen. Wir sehen, dass das sogenannte Smart Money sehr viel skeptischer ist. Nur 19% sind da optimistisch, 79% aber beim sogenannten Dump Money, also bei dem etwas weniger schlauen Geld. Hier sehen wir diese Diskrepanz, wie weit die auseinanderläuft. Das ist schon erstaunlich. Und wir sehen natürlich, dass es praktisch das Verlassen auf die Aktionen der Notenbanken ist. Wir haben jetzt erstmals seit der Finanzkrise mehr als 60% aller Notenbanken weltweit, die Geldpolitik lockern. Und das führt zu der aktuellen Situation jenseits aller fundamentalen Faktoren. Schauen wir uns die Charts an von Capital.com, meine Damen und Herren. Hier sehen wir den Dow Jones 28.078. Wir sind jetzt ziemlich genau da, wo der gestrige Abverkauf begann, als diese Meldung kam, dieser Insiderbericht kam, ja, China glaubt nicht mehr an den Handelsdeal, wie auf die Amerikaner glauben an so ziemlich alles und vor allem an die Fed und an Donald Trump. Wir sind hier bei 3.125 beim S&P 500, wir sehen den DAX bei 13.228. Gestern eben auch Unterstützung nochmal durch die Nachricht, dass dieser Huawei-Bann nochmal für 90 Tage praktisch ausgesetzt wird, aber es ist wohl so, dass die ganze Geschichte nicht so wirklich lange dauern wird, denn in dieser Woche wird die FCC, also die Telekommunikationsaufsicht in den USA, entscheiden, ob Huawei und der ZTE, das andere chinesische Kommunikationsunternehmen, ein National Security Risk sind, und wenn dem so ist, dann wird es für US-Firmen gleichwohl doch schwierig, mit Huawei Geschäfte zu betreiben. Der DAX jedenfalls bei 13.235, auch wieder ziemlich genau da, wo man war, als die Nachricht kam, China nicht so besonders optimistisch. Wir haben den Euro-Dollar, der gestern zulegen konnte, weil auch der Devisenmarkt sich die Frage stellt, naja, was haben die da beredet, Paul und Trump? Will Trump jetzt mit allen Mitteln den Dollar schwächen? Und wir haben Gold, das eben auch von dieser Spekulation hat profitieren können, 1.471. Also, das ist die Lage an den Märkten. Das Glas ist grundsätzlich halb voll. Wir werden heute in den USA Zahlen von Home Depot und wer war es nochmal, wird mir gleich einfallen. Jedenfalls haben wir auch Baubeginne und Baugenehmigungen. Wir haben also jetzt in dieser Woche, was die Zahlen betrifft in den USA, das Auslaufen der Berichtssaison mit einigen Einzelhandelsunternehmen. Trump hat ja schon gesagt, guckt ihr nach Walmart, da ist ja überhaupt nichts in Sachen Zoll zu spüren. Deswegen glaubt er sich in einer starken Position, und das macht eigentlich, oder das ist eigentlich für die Märkte ein größeres Risiko, als wenn Trump jetzt eigentlich kompromissbereit sein müsste, weil zum Beispiel die Wall Street absäuft. Wir werden sehen, wie es weitergeht. Ich wünsche jetzt einen wunderbaren Start, meine Damen und Herren, in diesen Handelstag. Machen Sie es gut. Servus.